Endlich schwarz. So titelte im Dezember die Financial Times Deutschland auf ihrer allerletzten Ausgabe. Sie wurde eingestellt, weil sie keine schwarzen Zahlen schrieb. 300 Mitarbeiter verloren ihren Job. Wann die nächste Zeitung dicht macht, ist nur noch eine Frage der Zeit. Denn die Auflagen der Tageszeitungen sinken kontinuierlich. Allein innerhalb der letzten 10 Jahre ist die Gesamtauflage aller deutschen Zeitungen um 25% gefallen. Die Menschen lesen immer häufiger online, auf Smartphones, Tablets oder am Computer. Hier bekommen sie die Nachrichten in der Regel kostenlos. Sogar Artikel, die auf Papier Geld kosten. Allein während der vergangenen 12 Monate sind die Besuche deutscher Online-Medien um 10% angestiegen. Viele Zeitungsmacher sehen im Internet daher auch eine Chance. Der Axel Springer Verlag bietet online nicht mehr nur Nachrichten im Text, sondern auch im Videoformat. Für Tablets und Smartphones soll das alles bald aber nur noch gegen Geld zu haben sein. Auf die Liste. Ja, er müsste dort eine Partei.